von uns dreien, offenbar, habe ich jetzt erfahren, 1959, das Licht der Welt erblickt und viele politischen Bewegungen erlebt. Also die 68er habe ich nicht mal mehr, noch nicht ganz mitgekriegt, da war ich noch zu jung. Aber die ganzen vielen verschiedenen Versuche, politisch was zu bewegen, in den vielen, vielen Jahren, die wir jetzt schon auf dieser Erde wandeln. Und jetzt im Zusammenhang von dem Titel von heute bin ich nochmal ganz tief verbunden mit dem Ursprung dessen, wofür wir das ZEK aufgebaut haben. Das möchte ich mal so also diese Frage, wie bringen wir Liebe in die Gesellschaft, bewegt mich auch schon ganz, ganz lange. Teilweise habe ich es auch über die Religion versucht, über das Gebet, über den Glauben. Bei jeder Schulpause bin ich, wo andere Brote gegessen haben, bin ich zum Bibelkreis gelaufen. Morgens um 6 aufgestanden, die Bibel gelesen und studiert. Und auch andere dann begonnen zu bekehren. Bis ich dann in die Pubertät kam und das nicht mehr funktioniert hat. Dann war so ganz stark diese politische Zeit, kommunistische Gruppen und Hausbesetzungen, Demonstrationen, wo dann Steine geflogen sind und ich irgendwann gedacht habe, kann das denn sein, dass wir für Frieden in der Welt arbeiten und Steine entwerfen? Und die Art und Weise, wie wir diskutiert haben, uns so die Theorien in den Kopf geworfen und jeder hatte recht und am Ende wusste keiner, was gesprochen wurde. Und ich merkte, ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach der Verbindung von all diesen Perspektiven. Ja? Also ich wollte Freundschaft und dann kam noch dazu meine Suche in der Liebe. Ich hatte eine sehr, sehr hohe Energie, sowohl in dem Verliebtsein, ja, also wow, ich verstehe jetzt, warum mancher Mann wieder weggelaufen ist. Vor so viel Liebe. Aber du bist es doch, warum, wir passen doch so zusammen. Und mein ganzes Leben auf einen Punkt, ja, und dieser Punkt. Und gleichzeitig so eine starke Lust und Lebensfreude und Energie. Ich habe dann auf der sexuellen Ebene auch so viel Liebe erlebt. Und aber da war das Ganze in der Zeit noch total schwierig, so eine, also wenn man nicht in Beziehung war, in mir jedenfalls so, dass in oft auch diese irgendwas mit der Verachtung mit reingespielt hat. Also in so, ich deute es nur an. Also ich habe jedenfalls vieles nicht verstanden, sag mal so. Viel Energie, viel Lust, viel Verliebtheit und hä? Und dann habe ich eben die Vorläufer des ZEK kennengelernt, also vor genau 40 Jahren, mit einem zarten Alter von 20. Habe ich eine Gruppe gefunden, die hieß damals Bauhütte, die tatsächlich diese ganzen Stränge verbunden haben. Also politische Arbeit, spirituelle Arbeit und die Arbeit an der Liebe. Liebe ist ja, ne, wir haben jetzt zwar, also wenn ich so eine Herzöffnungsmeditation kriegen könnte jeden Morgen, wo bist du? Wo seid ihr? Also wenn ich euch buchen könnte. Das wäre schon total hilfreich. Und oft scheitert ja aber die Liebe im ganz konkreten Miteinander, also in der Partnerschaft und noch mehr, wenn es über die Partnerschaft hinausgeht, also wenn wir versuchen, Teams, Gruppen, Gemeinschaften aufzubauen. Und was es heißt, unsere Konditionierungen im Zusammenleben abzulegen, das ist für mich eigentlich Gemeinschaftsaufbau, ja? Dass wir eine Form finden, und ich muss jetzt nochmal anders anfangen.
Also der Grundgedanke unserer Arbeit ist, dass wir eben die Innenarbeit und die Außenarbeit gleichzeitig tun wollen. Dass wir die Arbeit an uns selbst, ich nenne es jetzt Arbeit, weil ich Arbeit schön finde, nicht weil man muss, sondern weil es was zu tun gibt. Ja? Also unsere Konditionierungen abzulegen, unsere Ängste abzulegen, dafür brauche ich ganz oft eine Entscheidung. Ich muss Willen schmieden dafür und ich brauche aber ein Feedback von Menschen, die das gleiche Ziel haben, damit ich weiß, das ist unterstützend gedacht. Und indem ich praktisch ein Vertrauensfeld aufbaue unter Menschen, wo ich weiß, ah, das, was du mir zeigst, ist Stück für Stück für Stück immer mehr, wer du wirklich bist. Ja, also wo wir unsere Rollen ablegen. Oder wo wir auch sagen können, Moment mal, ich habe dich schon anders gesehen, ich weiß, wer du bist, was du gerade machst, irritiert mich ein bisschen. Ja, das hat gerade mit dir nicht so viel zu tun. So, also wo wir uns Feedback geben, Halt, Korrektur. Und dadurch entsteht ein Vertrauensfeld und je mehr wir spüren, wie der Mensch gemeint ist im konkreten Leben, haben wir überhaupt die Möglichkeit, Gesellschaft so zu denken, wie sie gemeint ist. Ja? Und so kamen wir auf diese, das experimentelle Gesellschaftsgestaltung, diesen Begriff, also dass wir eine Gesellschaft als Experiment so bauen wollen, damit wir wissen, wie es sein könnte. Und das machen wir immerhin seit 48 Jahren, und Zweck und die Vorläufer schon deutlich länger. Und jetzt, auch wenn ich dann vor, keine Ahnung, 5 Jahren, als das alles losging hier, auch also wo man gemerkt hat, dass die Evolution des Bewusstseins nicht eindeutig ins Licht geht auf der globalen Entwicklung. Habe ich auch gedacht, okay, sind wir schon 20 Jahre dran, ja, was ist denn los? Wieso gibt es diesen Rechtsruck, diese ganzen, ja, was ist denn? Also ich hatte da wirklich zu arbeiten und viele von uns und euch wahrscheinlich auch, weil jetzt mal der Grundgedanke ist, einen Kulturkristall zu bauen. Ne? Also wenn kleine, für mich sind es nicht die Herbergen der Welt, die sind auch wichtig, aber für mich ist diese Zentren, die Gesellschaft neu experimentell aufbauen, könnten eben solche Akupunkturpunkte sein, wodurch mindestens mal die Information, wie es sein könnte, da ist und dann abrufbar ist. Ja. Und wird sie abgerufen? Hat sie eine globale Wirkung? Man kann es noch nicht sehen. Und trotzdem ist total viel im Gange und es gibt ganz viele, gibt ja wahnsinnig viele Projekte und Initiativen und die sich vernetzen und ja, darauf zu schauen, auch die Gemeinschaften, wie die sich vernetzen und unterstützen. Es gibt jetzt schon die Gemeinschaft der Gemeinschaften und weltweit, ja, also Gender, diese ganzen Sachen. Und in dem Kontext jetzt nochmal zur, also Liebe ist eben für mich in so einer experimentellen Gemeinschaft oder meiner utopischen Gemeinschaft tatsächlich in all ihren Facetten lebendig, in ihrer Ganzheitlichkeit. In der Selbstliebe, in der spirituellen Liebe, in der Menschenliebe, also in Gemeinschaft lernen wir Menschsein zu lieben. Der Mensch führt das zu lieben, wer er als Mensch ist und mich, ja, wenn ich eben auch zeigen darf, was ich für das auch zugehört habe. Ja. Und eben auch die sinnlich-sexuelle Liebe, also eine Partnerliebe, die ja, das hatten wir gestern das Thema, es gibt so eine ganz starke personale Liebe in der Geschlechterliebe und es gibt aber auch da eine transpersonale Liebe, eine archetypische Anziehung, Sinnlichkeit, Sexualität. Und für mich ist so eine Kultur, die gewaltfrei sein möchte oder Frieden bewirken möchte, muss diese ganze Palette zusammenbringen. Also auch im sinnlichen Bereich eine Verortung finden,
da für den transpersonalen Aspekt der Sinnlichkeit und Sexualität. Jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber vielleicht auch nicht. Okay. Es hat ein bisschen mit dem zu tun, ich nenne es mal von einer anderen Ecke her, das Besitzdenken in der Liebe hat sich ja ganz stark auf die Sexualität fokussiert, durch das, ich nenne es jetzt mal durch das Patriarchat, durch die Moral, die Religion, ist der Grund für Eifersucht meistens der, dass ich mit jemand anderem ins Bett gehe. Ja? Also dass ich Sexualität mit jemand anderem lebe. Und der Aspekt, wo Sexualität aber gar nicht, wie sage ich das jetzt auf die Schnelle, Treue ist für mich was anderes. Also ich kann dir treu sein, wenn ich auch andere lieben darf, begehren darf. Und ob ich das tue oder nicht, ist erstmal gar nicht relevant, sondern es geht um die Grundbejahung meiner erotischen Natur. Und das braucht für mich eine Kultur des Friedens und insofern eine Liebe, dass sie diesen Aspekt nicht, wenn du woanders hingehst, dann liebst du mich nicht, sondern, da gibt es eine Anziehung, bitte heute nicht, oder nein, bitte, wir können uns einigen, das nicht zu machen. Aber wenn wir die Angst davor haben, ständig Angst davor haben, der andere könnte woanders hingehen, dann haben wir nicht wirkliches Vertrauen. Und das meine ich mit der, wir brauchen gesellschaftliche Verortung für diesen Aspekt. Ja, das ist einfach die schnelle Zusammenfassung.